Die erste Tugend der heiligen Maria, Mutter Gottes, war Demut, wie bereits gesagt. Und die achte war oder ist Bescheidenheit. Ist zwar ähnlich, aber ich möchte trotzdem unterstreichen und unterscheiden. Denn im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, 48, lesen wir, wo die heilige Maria, Mutter Gottes, sagt: Denn der Herr hat auf die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werde ich alle Völker selig preisen. Die heilige Maria, Mutter Gottes, blieb immer bescheiden. Obwohl sie Theotokos war, also Gottesgebärin, die Mutter Gottes, blieb sie dennoch immer bescheiden. Sie blieb im Hintergrund. Und das sagte sie, als sie zur heiligen Elisabeth gegangen ist. Denn Elisabeth war schwanger mit dem heiligen Johannes, dem Täufer. Und obwohl Maria soeben vom Erzengel Gabriel erfahren hatte, dass sie die Mutter Gottes wird, Theotokos, sie wird Gott im Fleisch, im Menschen gebären, dennoch war sie dennoch so bescheiden, dass sie zu Elisabeth gegangen ist. Sie ist gereist zu Elisabeth, um ihr zu helfen, um sie zu dienen. Das unterstreicht die Demut und vor allem die Bescheidenheit von der heiligen Jungfrau Maria, Mutter Gottes.